Ich verlor meine Mutter, als ich noch sehr klein war. Ich weiß nur, dass sie mir abends Geschichten über Fairies und ein geheimnisvolles Dorf erzählte. Es hieß Doolin und dort trafen die Lebenden die Toten. Und jetzt erzählt sie mir, dass sie lebt? Mutter, warum hast du so lange gewartet? Ich sagte schon, weiter werde ich nicht fahren. Bitte, fahren Sie noch etwas näher an das Ufer heran. Kommt nicht in Frage. Wir würden es nie zurückschaffen. Ich habe eine Familie zu versorgen, Miss. Das ist viel zu gefährlich. Wir drehen um. Keine Widerrede. Warten Sie. Ich muss meine Mutter sehen. Es ist zu Ihrem Besten. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Dann werde ich eben alleine gehen. Miss, Sie werden umkommen! Wie eine dunkle Wolke überschattet der Tod meiner Mutter und die Einsamkeit mein Leben. Ich muss sie einfach finden. Auch in modernen Zeiten bleiben manche Vorkommnisse ohne Erklärung. Spirituelle Begegnungen kommen in allen Teilen der Erde oft vor. Gleichzeitig schreitet die moderne Wissenschaft ständig voran. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Grenzen zwischen Leben und Tod, ja die Schicksale der Menschheit, von der Wissenschaft analysiert und uns verständlich gemacht werden.
Sieh den Mantel von Sid an und du kannst die Toten treffen. Der Rest, Ellen, liegt bei dir. Aber sei vorsichtig. Sie zu finden ist nicht unbedingt eine gute Sache. Hilf mir! Warte! Lass mich los! Ich bin nicht fertig. Du musst vorsichtig sein! Dieser Kerl, er saugt dir das Leben aus, nur um dich zu ärgern. Glück für mich! Ich bin schon halb tot! Ich sage das nur noch einmal. Die Unterwelt ist ein sehr gefährlicher Ort. Wenn du dahin gehst, kehrst du vielleicht nie zurück. Ich muss zu meiner Mutter. Wenn es dazu eine Chance gibt, kann ich jeder Gefahr ins Gesicht sehen.